Guten Morgen. Wir sitzen hier im Auto und es ist wieder Zeit für den Rohkostpotluck. Ich bin noch einmal dabei. Übermorgen geht es bei mir erst los mit dem Wandern. Und ja, ich werde sozusagen nochmal am Rohkostpotluck teilnehmen. Das Rohkostpotluck, ja, kann einfach nicht ohne mich oder ich kann nicht ohne das Rohkostpotluck. Ich bin also immer noch dabei. Aber diesmal ist das letzte Rohkostpotluck, bevor es dann zur Wanderung geht. Und ja, ich fahre ja zusammen mit zwei Frauen, mit der Jacqueline und mit der Chiara. Und die, ja, die gehen jetzt nochmal einkaufen, nämlich nochmal Melonen holen, weil es ist so, beim Rohkostpotluck, wenn jemand ja einfach von weit weg kommt, dann ist es so, dass ja, dann man einfach nichts zubereiten kann und so weiter, dann geht man einfach noch schnell einkaufen, holt halt einfach ein paar schönen, irgendwas, ein reifes Obst oder sowas und ja, und entsprechend werden jetzt hier zwei reife Melonen noch geholt. Ansonsten werde ich wie immer ein paar Eindrücke festhalten. Ich werde es wahrscheinlich nicht allzu lange ausdehnen, weil ich muss das ja auch noch schneiden. Und wenn ich dann am Dienstag spätestens zur Wanderung aufbreche, ja, dann möchte ich, dass das alles schon in Sack und Tüten ist. Und genau, wenn ihr das Video seht, dann müsste eigentlich Montag oder Dienstag sein. Wie dem auch sei, jetzt geht's auf zum Rohkostpotluck, dem wahrscheinlich erstmal letzten für mich. Und ja, viel Spaß dabei. So, wir sind jetzt wieder beim Rohkostpotluck hier in Leipzig. Wahrscheinlich mein letztes Rohkostpotluck erstmal jetzt. Und ja, und ja, jetzt bin ich hier mit der Fanny. Und die Fanny, die ist jetzt schon seit längerem fast jedes Mal dabei gewesen. Oder jedes Mal dabei gewesen? Seit Dezember jedes Mal dabei gewesen. Und ja, beschert uns mit ihren Kreationen immer wieder ja, kulinarische Höhepunkte. Das kann man wirklich so sagen. Und bei sowas ist natürlich für mich auch immer die Frage, wie, da musst du doch irgendwie da auch das weitergeben, weil das sind wirklich echt mega leckere Sachen. Und ja, und dann habe ich erfahren, du hast ja tatsächlich auch keinen YouTube-Kanal wie die meisten, sondern halt so richtig traditionellen Blog. Genau. Also wo ihr einfach nur lesen könnt und die Rezepte dann wahrscheinlich lesen könnt. Genau. Und ist das nur über Rezepte oder? Nee, also nicht nur. Also mein Blog beschäftigt sich hauptsächlich so mit gesunder Ernährung auf jeden Fall. Ich gebe Verbrauchertipps, also auch teilweise kläre ich auf, wenn Zucker in Fertigprodukten verarbeitet ist, wie kann man sich gesund ernähren und ein großer Aspekt ist auch die Selbstversorgung. Okay. Wir haben einen eigenen Garten, mein Opa hat den vor 60 Jahren angelegt, so einen Permakulturgarten und hat den quasi meiner Mutti und mir als sein Vermächtnis dann vermittelt. Und du hast, was Gesundheit angeht, was studiert, was in die Richtung geht, Pharmazie, ne? Genau, Pharmazie. Ja. Genau. Und hast du da irgendwie, kannst du das jetzt, bringt dir das jetzt was, das Studium? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich muss ehrlich sagen, das Pharmaziestudium war jetzt eher unfreiwillig. Das wurde von Haus aus forciert, dass ich das quasi studieren soll. Okay. Aber letzten Endes ist es sehr facettenreich und wir haben uns auch in einigen Semestern mit Ökotrophologie beschäftigt und so Biochemie haben wir viel, Analytik, was mir jetzt auch zugute kommt. Klar. Sehr viel. Und was denken, was dahinter steht? Genau, genau. Ja. Klinische Studien, wie man die erkennt. Auswertet. Genau, es gibt ja klinische Studien und klinische Studien. Ja, ja, das ist. Da gab es auch mal ein Buch, habe ich eine Rezension gemacht, ganz gut, weil das ist wirklich genau. Teilweise, du kannst quasi alles beweisen, was du beweisen willst, wenn du nur die richtigen Fragen stellst und die entsprechenden, also die Daten entsprechend aufbereitest, selektiv. Genau. Ich sag mal, trau nur der Statistik, die du selber gefaked hast und so ist es mit Studien auch. Ja, da habe ich auch einen Artikel mal verfasst, woran man wirklich gute klinische Studien erkennen kann. Und wie bist du auf diesen Rohkostpotluck überhaupt aufmerksam geworden in erster Instanz? Das war eigentlich, ich lag im Krankenhaus, hatte einen Zusammenbruch gehabt. Okay. Ja, und eigentlich hatte ich mir WLAN-Zugang besorgt, um einige Geschäftsvorgänge abzuwickeln. Ja. Also ich war damals selbstständig als Apothekerin, was ich auch nicht wirklich freiwillig gewollt hätte. Und letzten Endes hat mich das sehr zugesetzt und hatte ich quasi gesagt. Also der ganze berufliche Stress, Selbstständigkeit. Genau, genau, weil ich war damals 25, als ich die übernommen hatte. Oh, das war sehr jung als. Das war das Problem gewesen, das haben auch alle gesagt, das ist zu jung. Derjenige, der mir die Apotheke übergeben hat, hat es allerdings nicht eingesehen. Und
Ja. Bis ins kalte Wasser gesprungen und genau war so einfach auch, genau noch nicht bereit so dafür. Nee, war ich auch nicht. Generell wäre ich auch heute nicht, ganz ehrlich. Also, und nach 5 Jahren hat er meinen Körper gestreikt, kam ich ins Krankenhaus. Und da habe ich eigentlich zufällig ein Potluck-Video auf Silkes YouTube-Kanal gesehen. Ich muss ehrlich sagen, ich kannte YouTube vorher nicht. Gar nicht? Gar nicht. Nee, also ich hatte irgendwie auch gar nicht die Zeit, mich mit sowas zu beschäftigen, weil mein Leben bestand so 24 Stunden, Arbeit. 7 Tage die Woche. Na? Weil sie selbstständig, selbst und ständig. Ja. 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 Letzten Endes wollte ich da eigentlich Geschäftsvorgänge abwickeln, also ein paar Rechnungen bezahlen. Und ich sag mal, es war ein Wink des Schicksals, dass ich da irgendwie auf so ein Potluck-Video gestoßen bin. Da habe ich euch beide gesehen und die Atmosphäre. Und ich war so total fasziniert davon, weil einfach so erstmal die Authentizität der Leute, das fand ich toll. Du wirst hier nicht bemustert, du wirst nicht abgestempelt, du wirst einfach mit offenen Armen empfangen. So lassen, wie du bist halt. Genau, du darfst so sein, wie du bist. Und ich kannte das überhaupt nicht, das Gefühl. Ich hatte immer über Jahre hinweg eine Maske auf. In der Schule hatte ich den Spitznamen Pokerface, weil es war echt so, ich konnte mich nicht öffnen. Ich war ein sehr verschlossener Mensch, hatte auch in der Schule nicht allzu viele Freunde. Und ich kam dann auch im Dezember das erste Mal hier hin und ich war total fasziniert. Also es war wirklich nicht übertrieben. Es ist jedes Mal toll hier. Also, ich sehe auch immer zu, die Potlucks, die haben bei mir oberste Priorität und alle anderen Termine werden drumherum geplant. Also es ist wirklich traumhaft. Ich habe so viele total wundervolle, liebe Herzensfreunde kennengelernt und es ist wie eine Familie. Also es ist traumhaft. Es ist unbeschreiblich und hier im Agrarpark sowieso nochmal ein Traum, draußen, schon alleine wegen dem Bärlauch. Nee, ach, das ist schön. Ja, und da wirst du sozusagen jetzt, wenn ich jetzt sozusagen weg bin, dann das Banner hochhalten und wirst du hier zusammen mit Silke die Krone aufrechterhalten, dass wenn ich hier bin, dass der Potluck noch da ist, ne? Das hoffe ich doch. Ja, vielleicht komme ich auch, ich komme bestimmt irgendwann zurück. Klar, logisch komme ich zurück, denke ich mal. Oder du kannst nicht. Ja auch bei mir vorbeikommen. Ja, ich wollte, du wärst theoretisch die erste Station gewesen, ich weiß, aber jetzt glaube ich Dresden ergeben. Und das ist jetzt, Schade. Jetzt mache ich genau um dich einen großen Bogen. Ja. Okay, was habe ich falsch gemacht? nee, also das ist einfach nur den Umständen geschuldet. Ja. Ja gut, okay. Das freut mich total, weil auch gerade dieser, bei mir auf dem Kanal ist auch immer ein Thema, dieser sich in der Arbeit verlieren und nach unbedingt erfolgreich sein oder wie jetzt eine Apotheke dann auch am Laufen halten. Du hast eine gewisse Verpflichtung, eine Verantwortung gegenüber irgendwas, was man auch immer, wie man es betitelt, aber es ist einfach nur was Künstliches, anstatt einfach auf sein Herz zu hören, das machen, was man möchte. Genau, ne? Und das hat weder was mit Geld zu tun oder mit sonst irgendwas, hat einfach nur mit seinem Herzen zu tun. Genau. Und das ist ein großes Thema auf meinem Kanal und es ist schön, immer auch leibhaftige Beispiele zu sehen, die da auch raus sind und die gespielt haben, ach, das tut mir jetzt besser, das geht gut und so weiter. Was mich auch sehr inspiriert hat, war ja dein eines Video vom Saulus zum Paulus. Ja. Da muss ich sagen, genau so ging es mir letzten Endes auch. Also da konnte ich wirklich zu 110% sagen, wow, Christian, du hast jetzt nicht dich, du hast jetzt mich beschrieben. Also wirklich, in dem ich Moment. Denke auch viele Menschen. Also, wer das Video nicht kennt vom Saulus zum Paulus, verlinke euch das oben in Infokarten. Unbedingt anschauen. Das ist eine Sache, werden sich viele, zumindest partiell auf jeden Fall wiederfinden. Also das sind große Probleme in unserer Gesellschaft, die da zum Tragen kommen, eben dieses Verbundensein mit diesem Erfolg, mit diesem Geld und so weiter. Und dann dieses sich über andere erheben und das ist halt. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Heute Rohkostpotluck. Wir werden jetzt gleich wieder, wenn noch was zu essen da ist, uns ins Getümmel stürzen und und verabschieden uns, oder? Wir verabschieden. Gut, tschüssi. Okay, dann haben wir hier einen Möhrensalat mit Pastinake, Apfel und Walnüsse. Okay, dann haben wir hier sowas wie Wraps. Wildkräuter-Wraps. Genau, es ist Rotkohl mit gekeimten Weizen. Paprika, Äpfeln, Kohlrabi-Blättern, ein paar Kräutern, Bärlauchöl und ein bisschen Schabzigerklee. Da gibt es so ein bisschen Currywürze rein. Mhm. Sehr interessant. Dann Leinsamen-Cracker. Ja.
Dann haben wir angekeimte getrocknete Sonnenblumenkerne und ein Mandelknoblauch-Kräuterdressing mit Köfte aus Linsen und Süßlupinen. Die dunkleren, also die rötlichen, sind Linsen und das hellere Süßlupine. Das ist hier ein grüner Salat. Wenn man es auch dann machen. Genau. Dann haben wir hier einen Salat mit Obst, einen Kopfsalat. Das sieht aus wie Orange, Banane, Apfel. Genau. Hier ist ein grüner Salat wieder mit Tomaten, rote Beete. Und hier auch grüner Salat das mit Dressing. Wildkräuter vorwiegend, so mit viel Kirsch und etwas Knoblauchbrocke und ein paar Kehlblätter. Okay, da haben wir jetzt einen Knollensalat und etwas Grün, sieht aus wie, wer hat das mitgebracht? Ja. Das ist wilder Feldsalat, okay. Also direkt wild. Und das ist der Kompasslattich, der Ursprung vom Salat. Ah, sehr interessant. Sehr spannend. Sind wir dann auch wieder da? Dann haben wir hier einen Kopfsalat mit Buchweizenkeimling und Weintrauben. Genau. Dann hier. Das ist. Magic. Ja. Boah, wow, sieht das lecker aus. Das ist dicht. Mega geil. Süßlupinen. Wow. Das sind Barbecue-Süßlupinen mit leichten, nicht rohköstlichen Raucharoma. Aber das hier, kann ich gleich weitergehen, das ist der geilste Salat, den ich jemals gemacht habe. Da ist, also das sind geschätzte mindestens 50 verschiedene Gemüsesorten und 20 verschiedene Obstsorten drin. Dazu perfekt abgeschmeckt mit Essigen und Ölen. Das ist, also wirklich, das sind also mindestens 100 Zutaten drin. Also ja, passend zum Monokost. Aber der schmeckt so vollmundig, so aromatisch, so süßlich, würzig, alle fünf Geschmackssinne. Das ist ein perfekter Salat, wirklich der perfekte Salat. Wenn du jemals einen perfekten Salat essen möchtest, isst diesen Salat. Ich weiß nicht Monomalzeit, aber er ist perfekt. Da hast du einmal in deinem Leben einen perfekten Salat gegessen. Wirklich, das ist perfekt. Heute mal nicht. Das ist Tomatensauce mit Olivenöl, Tomaten, getrockneten Tomaten, italienischen Kräutern, Rosmarin, Datteln. Gott, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Also ich mache immer so mal ein bisschen was rein und dann gucke ich, ob es schmeckt. Ich hoffe, das okay. War's. Klingt gut. Es sieht aus wie süß. Süßkartoffelchips ist genau. Auch von mir. Genau, mit nur Zitrone, Salz und ein bisschen Dattelpaste. Und ein Pesto daneben? Das ist nicht meins. Okay, ein Pesto. Dann haben wir hier so irgendwie grüner Saft oder so. Das ist aus nur Brennnessel und Kohlenwasser. Okay, es gibt so ein paar Portionen hier. Dann haben wir hier irgendwas noch mit Rotkohl. Und ein Rotkrautsalat mit Apfeln, ein bisschen Zitronenabrieb, ein paar Wildkräutern. Und ein Kokos-Cashew-Milch-Dressing. Okay. Ist schon drin? Ja, ist schon drin. Ah, okay. Drin. Und dann haben wir hier so verschiedenes Gemüse, Brokkoli, genau. Und dann, was ist das hier? Das hat jemand gemacht. Weil ich da Dip zu dem hier. Nee, es soll eigentlich ein Kichererbsen-Linsen-Salat sein, mit angekeimt. Das ist ein Salat? Mit zu viel Dressing. Ah, okay. Das Dressing enthält Avocado, Tomaten, Kurkuma, sagt man so, und Kreuzkümmel und Salz und Pfeffer. Also das sind doch irgendwo noch Zutaten. Also wenn jemand einen trockenen Salat, wenn jemand einen trockeneren Salat hat ohne Dressing, kann er hier das sich sehr, sehr geil. Dann haben wir auch noch wie zwei Dips. So eine Hollandaise-Art, aber es ist mein eigenes Rezept. Da ist auch Cashew drin, Zitrone, Datteln, Leinöl, bisschen Kurkuma, ein bisschen Kreuzkümmel, Salz. Genau, und das da links neben ist fermentierte Cashewkerne zu einem Frischkäse mit. Hast du eigentlich selber fermentiert, oder? Ja. Okay, und Rosmarin. Ah, da gibt es irgendwo noch Cracker, das wäre wahrscheinlich perfekt dazu passen. Genau. Das hier oben ist noch von mir. Und das hier. Das auch noch? Das hier, das ist mit Pilzen, Dill, Sojasauce, auch ein bisschen Datteln. Eine Art Pilzsoße oder so? Ja, genau. Ah, okay. Lecker. Wow. Ich hoffe. Mega. Brauch mal Löffel, ne? Ja, ich hab welche. Ich muss die nachher dann. Hab ich alles gerade nicht geschafft. Genau, dann haben wir hier auch einen Salat. Tomate, Zwiebeln,
sieht aus wie Lauch noch. Genau, und das habe ich gemacht. Das ist mit Feldsalat, Tomaten und Pilzen. Und dann habe ich noch Kürbiskerne und Sonnenblumenkerne reingemacht und kaltgepressten Olivenöl, Knoblauch und Zitronensaft. Also die herzhaften Dinge sind halt irgendwie ziemlich geil, muss ich mal sagen. Wir sind Zucchini-Spaghetti. Genau, das ist Zucchini-Spaghetti. Mit Paprika, Gurken, Tomaten und die Soße ist gemixt aus getrockneten Tomaten und Mandeln. Super aus. Dann haben wir noch einen Sprossensalat. Hungebohnen, Sprossensalat mit Sellerie, Möhren, Datteln, Avocado und Apfelessig. Dann hier noch so ein Dip. Ja, das ist Hummus aus Süßlupinien, gekeimten. Ist da noch, was ist da noch so dazu? Kreuzkümmel, ein bisschen Knoblauch, Salz, Pfeffer und Zitrone. Das ist ein Cracker, einmal hier mit Kürbis und roter Beete und auf der anderen Seite mit Zwiebeln. Beides herzhaft, okay. Ja, sonst wird es hier nicht stehen. Ah, stimmt. Dann haben wir noch so einen gemischten Salat, auch mit Oliven, Grün, Möhre, Tomate. Joachim ist da! Ich habe bloß noch nicht gesehen. Ach, das. Also mein erster Tabouleh-Versuch mit Blumenkohlreis, obendrauf Tomaten. Sieht aus wie dein alter Salat. Nee, warte mal ab. Blumenkohl, ne? Blumenkohl, ja, ich hab's ja, nicht. Ja. Farblich siehst du, das ist ein Unterschied. Ein Bund Petersilie. Ja. Apfel, Zwiebel, eine ganze Paprika. Kreuzkümmel, Apfelessig, Kreuzkümmel. Olivenöl. Der Joker ist wieder gezogen worden. Ein paar Oliven auch. Ja. Und ich meine, das war es so ziemlich. Okay, klingt auf jeden Fall interessant. Tabouleh. Schmeckt. Ja. Ja, jetzt kommt die süße Fraktion. Jetzt kommt die süße Fraktion. Da haben wir hier so einen Kuchen. Wer hat den gemacht? Das ist so. Kuchen? Ja. Also mit. Unten der Teig ist halt Mandeln. Und oben ist so Apfelzimt, Cashews. Okay, aber hast du noch keinen Namen gegeben? Nein. So ein Kuchen. Okay, schön. Genau, dann haben wir Maulbeeren und dann, ich glaube, das ist... Das ist... Der Cocktail ist unverkennbar. Das ist ein Rüblikuchen mit Möhren, Äpfeln, genau. Hatte ich schon zu Ostern gemacht. Zimt, Vanille, Muskat, Ingwer ist ein bisschen. Und für die Allergiker, es enthält Mandeln, Cashews und Kokos und ein bisschen mit Dattelpaste. Okay. Okay, dann haben wir hier noch so Energiebällchen mit Kakao. Datteln, Kakao, schätze ich mal. Genau, und das ist auch wieder Pfannen? Genau, das sind Fruchtlederpäckchen, so Garten trifft auf Orient. Das ist Fruchtlehne aus Kirschen, Himbeeren, Stachelbeeren und ein paar Feigen habe ich noch eingearbeitet und ein paar Gewürze, ein bisschen Zimt, Vanille, Kurkuma und eine Dattel. Und die Sachen sind alle auch auf deinem Blog, oder? Oder sind die alle nur... Nee, die sind alle auf meinem Blog. Also der Artikel dann vom Potluck, den... Ja. Stelle ich dann auch noch online und da sind die alle verlinkt, weil teilweise hatte ich die für meine Family schon zu Ostern für ihre Snackteller produziert und sie fanden es gut und da dachte ich, okay, dann ist es Potluck-würdig. Ja, also wenn ich dran denke, verlinke ich euch mal den Blog von der Family da unten im Video und dann könnt ihr das alles hier nachkochen. Das sind nämlich immer jeweils sehr, sehr christliche Kreationen. Also. Genau, Fanny, du kannst gleich weiter machen. Genau, das sind Pina Colada Pralinenbällchen, Ananas, Kokos, Manteln, Datteln, Walnüsse und ein bisschen Vanille. Und? Ja, das sind rohvegane Brownies aus Paranüssen, Walnüssen, Datteln, Kakaopulver und Kakaonips. Okay. Und hier noch einen rohköstlichen kleinen Kuchen. Also so ein Blümchen. Ja, Rohkost-Mohnkuchen. Der Boden ist aus Rosinen, Kokosflocken und Vanille. Und die Füllung ist aus Bananen, Äpfeln, Mohn und Kokosflocken. Schön einfach. Ganz einfach und ohne großen Fett. Ja, ohne Fetten, habe ich gerade sagen. Das ist dann mal sehr fettfrei. Genau. Bananen, Honigmelone und hier haben wir Karobschote. Ein Löwenzahn. Genau, und dann haben wir hier so verschiedene Bällchen. Das sind so immer Bällchen, also mit Kokos, Mohn, was war noch, Haselnuss, Kakao, verschiedene Gewürze und ja, Datteln halt und ab und so. Und dann mit Mehl wahrscheinlich? Da steht ein Rezept drin. Also,
Also Mohnenergiebällchen, Datteln, Orange, Zitronen. Ah, Mohn, viele nehmen jetzt Mohn, finde ich gut. Mohn, Calcium. Zimt, Nelke, Kardamom. Sehr geil. Genau. Hier ziemlich geile Datteln. Zwei Datteln, dann haben wir hier so etwas Cremiges. Das ist ein Bananenquark und der fällt mir gerade auch ein, dass ich das auch bei dem Käse noch vergessen habe zu sagen. Ich habe den Quark und den Käse aus eigenem Rhabarber gemacht. Also einmal das hier mit Reisrhabarber und das da hinten, damit es halt ein bisschen käsiger schmeckt. Das habe ich halt auch rausprobiert, das war total cool. Aus Sonnenblumenrhabarber. Kenne ich nicht. Das ist so, du machst Keimlinge und fermentierst halt die Keimlinge mit Wasser und dann hast du so einen Sud und dann den kannst du als Ansatz für Käse nehmen. Ich schmeiß den immer weg, weil ich denke, das ist ja, das schade, alles. Weil der macht nämlich unterschiedliche Geschmacksrichtungen und das ist so toll, musst du mal ausprobieren. Das muss ich auf jeden Fall ausprobieren. Das ist halt eher süß und das ist halt total herzhaft. Echt, das ist interessant. Habt ihr das alle gehört? Nebulak. Rejuvelak. Mit J und V. Mit J und V. Rejuvelak. Ich kann das aber auch unter das Video dann nochmal als Kommentar schreiben. Ja, schreibe ich. Dann haben wir das auch ist auch von mir, das sind Bananencracker aus Erdmandeltreste, wo ich eine Milch rausgemacht habe. Und einfach Bananen so klein gefetscht als Mousse und ein bisschen Dattel und. Hast du irgendwie einen Blog oder so? Nee, will ich irgendwann mal machen. Also echt, das ist Wahnsinn. Also du hast hier alles hier an Sachen. Ja, ich liebe das halt, irgendwas auszuprobieren. Ja, ja, mega. Echt ja. Mega, super, danke. Ich glaube, das ist alles, aber wenn nicht, dann schreibe ich euch das auch. Ja, bitte. Dann haben wir einen Salat aus Granatapfel, Orange Und ein bisschen was Grünes. Salbei. Zitronen, Papaya und hier so ganz tolle. Wer hat hier das kreativ tätig gemacht? Das habe ich gemacht. Und zwar die mit Bananen oben drauf. Das sind so Cheesecake-mäßig. So ein bisschen so, wer das letzte Mal da war. Also mit Datteln, Cashews und Kokosöl und so. Und Banane halt oben drauf mit drei verschiedenen Obst: Heidelbeeren, Himbeeren und Banane. Und die Schokoteile sind aus Nussreste und dann halt so Rohkakaopulver. Datteln und Cashew und sonst was. Ich stelle das dann auch alles rein, wenn ich es erstmal aufgeschrieben habe. Ist improvisiert. Was stellst du rein? Wo stellst du rein? Das auf das Rezept. Also. Auf die Seite. Na, okay. Rohkostrezepte? Rohkostrezepte Leipzig, Facebook. Ah, okay. Gut. Und? Weiter? Weiter. Na hier, Melone, Äpfel, Nüsse. Was ist da drin in der Tüte? Knusprige Bio-Äpfel getrocknet. Und okay. Birnen sind hier noch. Dann haben wir hier Erdbeeren und Melonen. Hier hat jemand gecheatet, der hat was geklaut. Ja, hier noch so wie ein Avocado. Ja, der hat ja, der hat es schon gegessen. Ein Stück Butter. Nee, auch mit Avocado, die man eigentlich die Farbe sieht ja aus. Und das war, ich glaube, ein Avocado-Kuchen. Das ist ein Avocado-Käse-Kuchen. Was weißt du? Avocado? Was ist Avocado und Käse halt. Genau. Nein, Avocado, Kokosöl ist oben drin, Zitronen, Saft. Das war's. Und unten Agavendicksaft. Ja, und unten ist Nüsse, Datteln, Kokosöl. Das war's. Okay. Dann haben wir noch Obst und. Genau, und noch einen Heidelbeer. Schoko-Heidelbeer. Schoko-Heidelbeer. Haselnüssen, Mandeln, Chia und Datteln. Mhm. Und dann die zweite Schicht ist Banane. Nee, Quatsch, Avocado. Mandelmus, Nüsse, Kakao. Und die oberste Schicht ist nochmal Banane mit Kakao. Und dann oben noch lecker. Wir haben noch einen Zucchini. Zucchini wurde diesen noch ein Arbeit, wir haben es einfach nicht geschafft. Die kommen dann. Kommen denn, wenn denn. Gut. Guten Morgen! Nee, das war's nicht. Das war's falsch.
Christian ist noch da. Ja, nein, ich war schon aufgenommen, aber wenn ich dir das schicke, dann schneidest du das wieder raus. Du schneidest aber die komischen Sachen nicht raus von mir. Was für komischen Sachen? Naja, das geht doch nicht los. Der Start geht erst, wenn ich sage, es geht los. Jetzt geht's los. Christian ist wieder da. Nein, es geht noch nicht los. Ist noch da, würde ich sagen. Okay, jetzt fang du an, ich sag nicht. Juhu, Christian ist noch da. Ich bin noch da. Genau, Christian hat ja beim letzten Rokos-Potluck-Resümee ganz groß angekündigt, es wäre sein letzter Potluck. Und jetzt ist er wieder hier, oder noch hier. So eine Sache auch wieder. Kann sich einfach nicht lösen. Ja, ich kann mich nicht lösen. So schön hier. Der Rokos-Potluck ist einfach zu schön, genau, als dass ich meine Lebensziele verwirklichen kann. Und deswegen, ich komme hier. Es war richtig schön, Christian, dass du nochmal uns deine Zeit gewidmet hast und schön gesungen hast. Ja. Aber es geht wirklich für Christian los. Ja. Am Dienstag. Dienstag. Also, wenn die Videos wahrscheinlich online genau, sind. Genau, so ungefähr wird das sein. Wenn ihr dieses Video schaut, ist Christian schon unterwegs. Unterwegs. In die weite Welt. Ohne Ziel. Ohne Ziel und. Man weiß auch nicht, ob er je wieder zurückkommt. Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder zurückkommt. Ob ich jemals wieder dabei sein will. Wobei die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, glaube ich. Das ist einfach hier so schön. Also aber ich möchte einfach die Option haben, nie wieder zu kommen und einfach in die Welt hinauszulaufen und ja. Und dann auch meine Erfahrungen teilen, weil ich glaube, viele, viele Menschen teilen diesen Traum, einfach loszugehen in die Welt und ohne diesen Zwang, an einem bestimmten Zeitpunkt irgendwo sein zu müssen, genau, sondern einfach wirklich loszulaufen und ja, einfach zu sagen, mal sehen, wo der Wind oder die Füße mich hintreiben. Gut, aber das ist ja nicht das Thema. Jetzt haben wir jetzt einfach ein Resümee. Ja. Abgeben. Ein Resümee und einen Ausblick auf den nächsten Potluck, der ein ganz, ganz besonderer Potluck genau, war. Da kommen wir dann auch noch dazu. Ja. Heute, wie war es? Heute früh sah es ja erstmal bewölkt und etwas total nass aus. Ja, also ich, wo wir gekommen sind, war sehr, sehr düster, sehr dunkel. Aber ich habe schon im Wetterbericht gesehen, dass es halt bis 18 Grad werden sollen. Und da dachte ich, 18 Grad, da muss eigentlich Sonne mitkommen. Ja. Das war auch so pünktlich zum Potluck kam die Sonne raus. Immer mal so ein Stück. Wir saßen dann wirklich auch teilweise in der Sonne. Das war sehr schön. Ja, war wunderschön. Und ich kann sagen, dieser Potluck war seit langem der Potluck, wo das leckerste Essen gewesen ist. Kurioserweise, manchmal ist das so, aber es war wirklich mega viel leckeres Essen. Was hat dir denn am besten geschmeckt? Ich habe nur Gurken heute gegessen. Oh Mensch, Silke, was machst du denn auf den Blödsinn? Ja, ich habe meinen grünen Saft getrunken, den ich mir selber mitgebracht habe. Und ich habe Gurken als Mono-Mahlzeit gegessen. Du machst ja gerade deine Parasitenentgiftungstour, ja, oder genau, ist schon vorbei? Genau. Nein, ich gebe noch. Erst noch. Bis zum ersten Erdbeeren. Ja. Bis Mitte Juni oder so. Okay. Ja, aber ich habe mich für die anderen total gefreut. Es sah total schmackhaft schön aus. Ich freue mich für die anderen, aber ich habe jetzt auch gar kein Bedürfnis. Ja, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn du kein Bedürfnis hast. Wenn nicht, wenn du dich so kasteilen musst, nein, ich darf nicht, sondern... Das war auch schon beim letzten Potluck so, da habe ich auch nichts mitgegessen. Aber ja, es ist halt einfach so. Ich gehe jetzt halt den Weg der einfacheren Rohkost. Da ist auch kein Salz mehr, kein Öl und nicht so stark gemischt. Das ist mir auch einfach viel zu stark gemischt, was jetzt da so angeboten wird. Deswegen freue ich mich auch auf den nächsten Potluck so ganz besonders. Ja, da kommen wir schon zum Thema. Der nächste Potluck wird ein ganz Special Potluck und das überlasse ich komplett Silke. Der nächste Potluck wird am 10. Juni stattfinden, ist auch ein Samstag und es wird diesmal ein einfacher Rohkost-Potluck sein. Das heißt, ihr braucht einfach nur Obst mitzubringen, Gemüsefrüchte, Gemüse, Sprossen, Nüsse, Trockenfrüchte, Salate könnt ihr auch mitbringen, also jetzt nicht fein fertig geschnippelt, sondern Salatköpfe, einfach Salatköpfe oder Rucola, am besten säubern schon mal ein bisschen, dass wir dann einfach ganz einfache, puristische Rohkost essen können. Ja. Gesunde Rohkost. Also so, wie Rohkost einfach ist, nämlich einfach. Also ihr müsst nichts dörren, nichts mixen, euch keinen Kopf machen, keine teuren Zutaten einkaufen. Einfach nur gute Rohkost, wenn möglich eben auch ein bisschen auf die Qualität achten. Das wollte ich sagen, ne? Also jetzt nicht so einen billigen Kopfsalat aus dem Lidl oder so, weil wir achten hier schon ein bisschen auf Qualität und... Weil, ich meine, ihr müsst auch keine Öle und keine Essig oder irgendwas zubereiten, was ja auch Geld kostet oder viel, wie wird da mit Nüssen zubereitet, das dann auch viel Geld ins Geld kostet oder das Samen, sondern halt einfach, ja, achtet da wirklich auf die Qualität, dass die Leute auch diese Rohkost, dass man, wenn man so einen Salat reinbeißt, dass man auch das Gefühl hat, in den Salat reinzubeißen und nicht in einen Schluck Wasser, wie es häufig bei den Salatköpfen ist, die mit Wasser aufgespritzt sind. Dasselbe gilt für die Tomaten. Also bitte da wirklich auf Qualität achten und ich bin selber jemand, der sehr wenig Geld hat, bringt wie immer beim Rohkost das mit, was ihr euch leisten könnt. Wie gesagt, die meisten wesentlich werden so um die 10 Euro wahrscheinlich ausgeben für ihr Ding. Wenn ihr da nur 5 Euro habt, dann gebt ihr nur 5 Euro aus und dann kauft halt weniger Tomaten oder weniger Kopfsalat oder was auch immer. Aber einfach wirklich mal auf die Qualität achten, dass wir da wirklich jedes Gemüse, jedes Obst auch schmecken können, was das bedeutet. Und den Unterschied merkt man halt wirklich schon. Und wir werden auch dann Wildkräuter sammeln.
Wildkräuter sammeln. Das ist ja auch immer meistersättigen. Wir werden auch mal einfach schauen, welche Lebensmittel kann man gut kombinieren und was sollte man nicht kombinieren. Das könnte man auch gut bei dem Potluck miteinander verbinden. Genau. Oder wer mag, kann dann einfach auch Monomahlzeiten essen. Also weniger Obstsorten, wenige Gemüsesorten, bis sie einsättigen. Das findet man, also das bekommt man erst dann mit, wenn man es auch wirklich probiert. Ja. Von diesen vielen fertigen, ich finde, von dieser fertigen Zubereitung Rohkost mit Öl und Salz, das überreizt auch schnell. Man hat die Sperre ist oft nicht so schnell. Die Sperre ist nicht so oft da, auf jeden Fall. Und der Verlust der Dankbarkeit für einzelne Geschmäcke geht weg. Genau, du erwartest sehr viel immer, deine Erwartungshaltung. Du hast eine hohe Erwartungshaltung, die wir in Deutschland jetzt auch einen sehr, sehr hohen Lebensstandard erwarten, wo wir sagen, boah, nee, wir müssen ja mindestens das und das haben an Geld. Wenn ich sehe, was wir an Existenzminimum zur Verfügung haben in Deutschland, die Hälfte wäre vielleicht halbwegs realistisch. Aber die Leute regen sich ja schon über das Existenzminimum auf, das ist noch zu wenig. So, und genau das ist dann auch mit dem Essen. Ne? Du erwartest dann einfach gut gewürzte, salzige Sachen und Zucker und es muss abgerundet sein und so weiter. Deswegen einfach wirklich die natürlichen Dinge wieder wertschätzen können. Ja. Dafür ist der Potluck einfach auch gedacht. Mal, ja, einfach mal back to the roots so einen Rohkost-Potluck bringen und einfach schauen, wie das Feedback ist, wie es ist. Ja. Wir wollen da auch wahrscheinlich gar nicht so sagen, wie es dann weitergeht oder sowas mit den Potlucks. Wir warten das einfach mal ab, wie das ist. Aber es wird auf jeden Fall interessant. Und, ja, und dafür steht auch so ein bisschen, finde ich, der Potluck bei uns, dass wir kein fixes Programm haben oder irgendwas, dass wir dynamisch sind, dass wir einfach die Energien fließen lassen. Und ja, und jetzt ist einfach mal der Zeit, wieder mal ein bisschen was anderes zu machen und einfach zu schauen, wie das ankommt. Genau. Und das war ja auch so mein Ursprungsgedanke, als ich die Idee hatte von genau. Einfach so die einfache Rohkost zu zelebrieren in der Natur. Also ihr müsst kein Dressing zubereiten, ihr müsst nichts würzen, ihr müsst nichts dürren, wirklich ganz einfach. Nur Obst und Gemüse mitbringen. Sprossen natürlich. Sprossen ziehen. Genau. Der Obst hast du gesagt, weiß ich nicht, wäre für mich fast schon so ein Ding, wo ich sage, naja, es ist dann halt auch schon wieder. Oder also wenn jemand Datteln kauft oder so zum Beispiel. Gibt's auch frisch. Oder frisch, ja, wo gibt es frische Datteln? Beim Türken. Achso, beim Türken. Ich kaufe nur frische Datteln. Okay. Ja, ja. Die schmecken auch viel saftiger und viel besser als die getrockneten. Ehrlich, also da, das ist auch so ein Beispiel dafür. Viele kennen die normalen Datteln, kaufen die immer, aber die frischen Datteln mit Stein, die sind richtig saftig und es gibt auch diese sehr guten, diese Medjool-Datteln. Wenn ich so eine Medjool-Dattel habe, die ist top of the top in getrocknetem Zustand. Ich habe eine frische Deglinur-Dattel, würde ich immer die frische Deglinur-Dattel nehmen, weil die frische Dattel einfach viel saftiger und karamelliger ist, als die schon beste getrocknete Dattel. Also von daher immer frische Zutaten und da würde ich einfach appellieren, einfach wirklich frische Zutaten mitbringen, hohe Qualität. Einfach, ja, und dann, also aus eurem Garten, ne? Hohe Qualität heißt ja nicht unbedingt teuer. Das heißt auch aus eurem eigenen Garten. Wenn ihr da irgendwas Frisches habt, Postelein oder ihr habt frische, saftige Brennnessel, die ja wirklich ökologisch, biologisch dort wächst bei euch, ne, dann bringt das eben mit. Oder ne? Petersilie, Schnittlauch, Basilikum, das können wir alles einfach auch. Alles solche tolle Sachen. Essen. So. Ja. Genau, also am 10. hast du schon gesagt. 10. wieder um 11 hier im Agrapark, gleicher Ort. Wer diesen Ort hier schon kennt, da werden wir uns wieder treffen. Genau, freue ich mich schon. Aber du wirst fehlen dann irgendwie. Ich weiß es nicht. Also die Musik ist ja immerhin noch einen Monat hin. Und, vielleicht bist du ja bis dann da. Vielleicht bin ich bis dann da. Denn da in einem Monat, ich habe ausgerechnet, in 10 Tagen könnte man in Prag sein, in 20 Tagen in Wien. Und wenn ich mir das vorstelle, in 20 Tagen bin ich in Wien zu Fuß. Ich glaube, das ist auch vielleicht an der Zeit, wieder zurückzukommen oder auch nicht. Keine Ahnung, man weiß es nicht. Wer will, kann das ja verfolgen. Gerade die jetzt das Video auf Silkes Kanal schauen. Ich mache so ein Tagebuch, wandere einfach los, Tür zu und ja, mal schauen, wo es mich hintreibt. Und ja, die auf meinem Kanal sind, die wissen ja sowieso, dass sie mich verfolgen können. Wie viele Teilnehmer gab es heute? 40, 50? Oh, heute habe ich mal nicht gezählt. Oh, ich auch nicht. Keine Ahnung. Würde ich so sagen, so 40, 50, ja, ist eine gute Sache. Also ich habe ganz am Anfang mal gezählt, da waren es 32, aber das sind noch viele gekommen. Also 40, 50. 40, 45 so. Einige Kinder. Ja, ich muss sagen, ich saß heute auch ganz oft an einer Stelle und habe einfach dass mal das genossen, zugehört, habe auch mich ein bisschen unterhalten, aber heute gar nicht in so vielen verschiedenen Gruppen unterwegs. Also das spannend genossen und ab und zu mal ein bisschen mit gefilmt. Ich habe heute nicht gegessen, dadurch konnte ich immer mal ein bisschen was filmen und die Leute so beobachten. Ich filme immer weniger bei Rohkost-Potluck. Bei mir sind jetzt heute nur, glaube ich, 2 Interviews und das Essen abgefilmt oder so. Aber na, vielleicht schickst du mir noch das Singen. Das Singen habe ich nicht. Stimmt, aber da gibt es ein schönes Mantra singen. Ja, aber du schickst mir das ja immer so spät, das kann ich ja nicht mehr machen. Morgen? Morgen? Wenn du es morgen Abend schickst, weil ich gehe am Montag oder Dienstag. Also, ach ja, das muss ja. Ja, morgen. Also, schickst du es morgen? Dann kann ich wenigstens meine Sing-Sequenz da reinbringen. Ja, ich höre es mal an, ob es gut klingt. Es klingt gut, ja? Klingt richtig gut. Ja, richtig schön. Entspannt. Und zuerst saßen nur 3 Leute da und es wurden immer mehr. Ja. Immer eine ganze Traube um dich herum. Das zieht schon an, das ist schön. Jana, gehst du? Auf den Weg zu gehen. Okay, ich komme nochmal. Okay. Das ist die Jana, die mit wandern. Das ist die Jana, die mit wandern. Das hast du doch. Ja. Das hast du doch. Genau.
Ja. Ja, das war es eigentlich jetzt so vom 22. Potluck jetzt. Der nächste im Juni ist der 23. Und da wird auch der Henry dabei sein. Der Henry? Da kommt ein eigener YouTube-Kanal. Genau, der Henry, genau, die auf meinem Kanal, die jetzt von meinem Kanal zuschauen, die kennen Henry schon. Ja. Ich habe schon einige Interviews gemacht. Der ist dann genau in der Woche auch hier in Leipzig. Und wir wollten gerne zum Potluck kommen, aber es hat immer nicht geklappt. Da war immer dann da, wenn ihr habt euch auch ein bisschen am Freitanz. Aber heute gehst du halt gar nicht zum Freitanz, ne? Vorsicht, dass ich vor der Wanderung jetzt nichts mehr. Also bei der Hüfte tut es ein bisschen, wir müssen okay, übertreiben. Ein bisschen entspannt. Genau, einfach schönen Abend. Wir nehmen auch noch zwei mit, die bleiben ja schlafen, ein bisschen unterhalten. Ach, zwei nur? Ja? Was ist denn los? Ja, die wollen ja alle vielleicht zum Freitanz und da können sie nicht bei mir schlafen. Oh, okay, die haben sich dann eine andere Möglichkeit. Ja, gesehen. Genau. Aber ganz gediegen und entspannt. Mhm. Ich habe heute vier Übernachtungsgäste. Oh, das ist doch nicht so viel wie ich. Ja, das ist ja auch. Ja, ab nächstes Mal musst du sie dann alle aufnehmen. Ja, die werden sie bei mir gestapelt. Aber ich bin mit dem Freitanz gut. Aber weißt du, dass ich jetzt auf einer Carbock-Matratze schlafe? Ich habe mir umgeswitcht auf Carbock. Das funktioniert. Es funktioniert. Also mir tut es total weh, aber ich merke, das ist gut. Und ich bin jetzt schlafe nur noch auf der Carbock-Matratze jetzt seit zwei Wochen. Und ich werde das zweite machen, ich werde mein Bett auch raushauen und verkaufen. Weißt du, wie ich gerade schlafe? Ich habe es gedacht, ich sage es nicht öffentlich. Ich schlafe nur noch auf dem Boden auf einer ganz dünnen Decke. Weißt du, wie sich das entwickelt hat, wenn ich das mal hier so erzählen darf? Ja, die Nadine Hagen hat uns ja besucht in der ersten Januarwoche. Und dann die drei hatten dann unsere Carbock-Matratze. Mhm. Der Simon hat im Hochbett geschlagen, sie lag auf einer Aufblasmatratze. Nee, das war zu kalt, im Winter ist es zu kalt. Okay. Außerdem war das ja dann im Gästeraum. Hm. Und ich hatte dann so eine ganz dünne Isomatte, die hatte mal die Ramona hier vom Momentaufnahme da gelassen. Und ich saß und habe durch diese bunten Flickendecken, eine große bunte Flickendecke, die habe ich dann doppelt gelegt auf die Isomatte. Und dann habe ich dann so eine Woche geschlafen, doch das geht auch. Krass. Und jetzt habe ich sogar die Isomatte weggetan, weil ich dachte, brauche ich auch nicht. Es geht. Ich habe noch nie so entspannt geschlafen seit 4 Monaten. Carbock-Matratze brauche ich auch nicht mehr. Ja, dann ich würde noch eine zweite Carbock-Matratze nehmen. Meine Gäste schlafen dafür immer auf der Carbock-Matratze. Ja. Dafür ist es schon praktisch. Schön. Na dann. Wenn die Carbock-Matratze will, dann melde ich mich. Nee, Quatsch. Ja, das war dann erstmal das letzte Mal, jetzt, dass wir wieder hier zusammengesessen und dann verabschieden wir uns und freuen uns dann auf die nächsten Male, wenn dann. Oder erstmal das nächste Mal, wenn erstmal das puristisch ist. Mal gucken, ob da jemand kommt. Und dann wird es vielleicht wieder ruhiger und kleiner, die Runde. Ja, vielleicht wird es ruhiger und kleiner. Es kommen ja auch wirklich viele wegen der interessanten Ruckkost. Muss man auch dazu sagen. Wegen der interessanten Ruckkost? Meinst du? Na, viele sagen auch, war das dann nicht so die Reaktion, oh, gerade die Ruckkost, diese zubereitete Ruckkost. Ach so, bei einer Diskussion dann, ja. Aber viele kommen auch, also manche, die haben ja gar nichts mitgebracht zu essen, die kommen wegen Menschen. Wegen der Gemeinschaft. Ja. Also, aber wir werden es einfach sehen. Ich bin gespannt. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Okay. Das war's. Jo, das war's. Na dann, verabschieden wir uns. Tschüssi. Ciao.